Wie komme ich auf die Quotientenregel? Für die Quotientenregel muss man gar nicht mehr großartig nachdenken. Quotientenregel soll nachher sein, f durch g, zwei Funktionen im Verhältnis, davon die Ableitung, kommt aber gleich erst, für Lückentext 17. Wir müssen noch was in Vorbereitung haben. Ich muss erstmal 1 durch x ableiten. Es gibt einen ganz blöden Trick, x mal 1 durch x, die Funktion können Sie ableiten, denn x mal 1 durch x ist 1, hier steht 1, wenn Sie 1 ableiten, kriegen Sie hoffentlich 0 raus, das ist 0 bekanntermaßen, x mal 1 durch x macht 1, Sie müssen eigentlich überlegen, was passiert an der Stelle x gleich 0, aber da kann man ein bisschen luschig sein, wenn x ungleich 0 ist, ist x mal 1 durch x gleich 1, wenn Sie das nach x ableiten, 1 nach x ableiten, Konstante, kriegen Sie 0 raus. Aber mit welcher Regel kann ich x mal 1 durch x auch noch ableiten? Mit der Produktregel, die eine ableiten, x ableiten macht 1, mal die andere stehen lassen, 1 durch x, plus x stehen lassen und 1 durch x ableiten. Sowas. X stehen lassen und 1 durch x ableiten. Das Lustige ist, das kann ich jetzt nach dem hier auflösen und weiß, was die Ableitung von 1 durch x ist. Also habe ich gelernt, wenn Sie das nach dem auflösen, die Ableitung von 1 durch x nach x, das rüberbringen. Auf der linken Seite steht minus 1 durch x, wenn Sie den rüberbringen und Sie teilen noch durch x, also ist das minus 1 durch x². Keine große Überraschung, das haben Sie in der Schule wahrscheinlich tausendmal gehört, aber so kann man es auf die Schnelle mal herleiten. X mal 1 durch x ist Konstante 1, die Ableitung muss 0 sein, Konstante ableiten, aber das können Sie auch mit Produktregel auseinanderkriegen. X ableiten ist 1, anderen stehen lassen, x stehen lassen, 1 durch x ableiten und dann nach dem auflösen. Links steht minus 1 durch x, noch durch x teilen, x ungleich 0, beachten. Und dann haben Sie den da. So, dann habe ich die Ableitung vom Kehrwert. Das ist also die Ableitung vom Kehrwert. Damit kann ich die Ableitung einer beliebigen Funktion hinkriegen. Was passiert, wenn ich 1 durch g von x, der Kehrwert einer beliebigen Funktion, was passiert, wenn ich 1 durch g von x ableite? Mit welcher Regel kann ich das nun ableiten? Also mit Kettenregel. Ich brauche erstmal die Ableitung von 1 durch. Aha, die Ableitung von 1 durch hatten wir gerade, deshalb diese Rechenübung hier. Also die Ableitung von 1 durch ist minus 1 durch Quadrat. Äußere Ableitung hier. Die äußere Funktion ist 1 durch. Jetzt brauche ich die äußere Ableitung minus 1 durch Quadrat an der Stelle g von x. So sieht das aus. 1 durch ist die äußere Funktion, ableiten, minus 1 durch Quadrat und g von x einsetzen. Das ist ja der Trick bei der Kettenregel. Die äußere Funktion an der inneren Stelle. Mich interessiert die Steigung an dieser Stelle, g von x. Nirgendwo sonst, da steht sie dann. Die Steigung an der Stelle g von x. Das ist die äußere Ableitung mal. Und jetzt kommt die innere Ableitung. Die innere Funktion ist g von x. Na gut, dann ist die Ableitung von der g' von x. Mehr wissen wir nicht, weil der g allgemein drin steht. So kriegen Sie einen Kehrwert abgeleitet. Der Kehrwert abgeleitet ist also minus die Ableitung durch das Quadrat. Das ist die Ableitung vom Kehrwert einer Funktion. Und nun kommt erst die Quotientenregel. Jetzt baue ich all das zusammen und finde die Quotientenregel. Was passiert, wenn ich eine Funktion durch eine andere teile? Ich möchte ableiten. F von x durch g von x. Das wird jetzt endgültig die Quotientenregel. Wie kann ich f von x durch g von x auf das hier zurückführen? Das ist der Trick 17, die Produktregel. Sie schreiben, oh, das ist doch f von x mal 1 durch g von x. F durch g ist f mal 1 durch g. Ganz billig auseinandergezogen. F durch g ist f mal 1 durch g. Aha, aber jetzt kommt die Produktregel. Eine Funktion mal eine andere. Die eine Funktion, mal gucken, welche Reihenfolge das sinnvoll ist, die erste Funktion ableiten,
f' von x und die andere stehen lassen, mal 1 durch g von x. Jetzt kommt plus die erste Funktion stehen lassen, ich schreibe kein Plus hin, das wird gleich ein Minus, die erste Funktion stehen lassen und die zweite Funktion ableiten, 1 durch g von x ableiten, aber das hatten wir gerade, 1 durch g von x ableiten. Minus g' von x durch g von x Quadrat. Also, Produktregel. F von x ableiten. 1 durch g von x stehen lassen. Zweite Term. F von x stehen lassen. 1 durch g von x ableiten. 1 durch g von x ableiten, da steht es. Minus g' durch das Quadrat. Das ist die Ableitung des Quotienten. Die schreibt man üblicherweise nicht so hin. Ehrlich gesagt merke ich mir immer auf diese Weise, welcher von den beiden Termen jetzt das Minus kriegt. Aber die steht in der Formelsammlung nicht so, sondern die steht in der Formelsammlung auf einen Nenner gebracht. Sie bringen alles auf g von x Quadrat. Hinten, das ist schon auf dem richtigen Nenner, minus f von x g Strich von x. Vorne, das muss ich noch auf g Quadrat bringen, nicht auf g, sondern g Quadrat, also den hier mit g erweitern. Das heißt, da steht f Strich von x mal g von x. Das ist die Quotientenregel in der schulmäßigen Form. Sie sieht dann so ein bisschen aus wie die Produktregel, einen ableiten mal den anderen, aber nicht plus andersrum, sondern minus andersrum und durch den Nenner ins Quadrat geteilt. So kriegen wir zwei Funktionen durcheinander geteilt, abgeleitet.